Die Waffe kostet über 7500, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir können sie uns jetzt leisten. Ich werde sie mir auch leisten, weil die Waffe nämlich echt gut ist. Ich dachte, da sitzt noch ein Spawner. Das wäre es jetzt gewesen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Das ist blöd gelaufen. So, der Gettatron-Händler scheint oben zu sein. Ich bin echt pleite. Das ist danach. Das ist nicht zu fassen. So, Gettatron-Händler, komm her. Genau da ist die Waffe. Der Hieb. Hallo, Fellknäuel. Für 7500. Eine Waffe, die übrigens keine Munition verbraucht. Also die ist immer einsatzfähig und die haut richtig rein. Oh, was haben wir denn da? Schau an. Ich gehe mal hier runter. Achso, das ist... Oh, schade. Schade, ich dachte, das wäre ein Weg zu den Goldbolt da oben. Ach Mensch. Na gut, dann nicht. Gut, jetzt heißt es erstmal wieder ordentlich Geld verdienen. Achso, wir müssen die Dinger wieder zerstören. Okay, machen wir das eben. So. Also mir geht es heute eigentlich richtig gut. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass ich gerade so ein bisschen planlos wirke. Also ihr seht, die Minen, die fliegen jetzt nur noch so durch die Landschaft. So gut ist sie, ist der Hieb. Idealer Ersatz für den Schraubenschlüssel, deswegen werde ich den auch mal in den Schnellauswahl packen. Da ist er. Und wir nehmen stattdessen mal den Bombenhandschuh raus und auch die beiden Sachen. So. Den. So. Sehr schön. Ich finde das immer geil, wenn die Gegner sich gegenseitig zerstören. Auf blinder Zerstörungswut zerstören sie sich gegenseitig. Die Minen zerstören. Einfach nur schön. So, eine Zeit lang habe ich das übrigens auch privat tatsächlich so gemacht. Ich habe sämtliche Waffen, die Munition hatten, immer leer Das war gerade Selbstmord. Habe ich immer leer geballert und dann habe ich dann die ganze Zeit nur den Hieb benutzt oder den Omni-Schlüssel. Das hat so einen Spaß gemacht, weil das so eine kleine Challenge war, sag ich mal so. War ganz lustig. Aber das mache ich hier im Let's Play jetzt nicht. So, es reicht ja eigentlich schon, dass ich hier schon zwei, dreimal unnötig gestorben bin. So. Okay. Weiter geht's in wilder Fahrt, wozu die langen Pausen. So. Upsala. Ich weiß jetzt gar nicht großartig, was ich erzählen soll, außer dass es jetzt wahrscheinlich jetzt schon ziemlich dunkel ist. Dass ich wahrscheinlich gleich Licht anmachen werde. Beziehungsweise ich mache es jetzt mal. So. Und jetzt kicken wir erstmal die ganzen Bomben hier weg. Ich sag dir, wir kicken die ganzen Bomben weg. Das ist noch eine. Also wie ihr seht, befinden wir uns in einem Waffendepot der Blark. Also in einem komplett ausgestatteten Stützpunkt mit Panzern, mit Bombern, mit allem drum und dran. Also hier ist wirklich alles da. Hui! Explosive Soldaten, die wild um sich ballern. Hoi, hoi, hoi. Au. So. Frechheit. Unverschämtheit. So, die Panzer lassen uns ja in Ruhe. Die sind inaktiv. Was haben wir hier? Ui, jede Menge Visibomben. Leider ist sie jetzt auch voll. Das heißt, ich kann sie euch einmal zeigen, wie sie funktioniert. Von der Steuerung her. Es ist nämlich eine Art Waffe von Lenkraketen, die ich gut finde tatsächlich. Also bei Frontschweine, da fiel es mir ein bisschen schwerer. Aber bei der hier funktioniert das richtig gut. Double Kill. Hat so ein bisschen was von einem Scharfschützengewehr, wenn man sie aus der Ferne abfeuert, finde ich. Und sie trifft auch, wenn man sie richtig steuert. Also wenn wir nach oben steuern, dann fliegt sie nach unten. Wenn wir sie nach unten steuern, fliegt sie nach oben.
Aber sie hat nur eine begrenzte Reichweite und das merkt man dann auch an der Kamerasicht. Also dann fängt das Bild an zu kriseln und irgendwann dann komplett Abbruch, da passiert gar nichts. Also wir verlieren einfach nur den Kontakt zu unserer Rakete und das war's dann. Au! Penner. Mann. Unhöflich. So, ich denke mal, die Bildschirme hier werde ich gleich zerstören, denn ja, auch das geht natürlich. Und wer sind wir denn? Also wir sind sowieso ein Gegner der Plag, also dann können wir ja auch ruhig mal deren Sachen sabotieren. Anscheinend kriegen wir dafür auch Kohle. Und gleich mal den Ausgang hier öffnen. Wunderbar. Und das Ding auch nochmal weg. So. Hat uns zwar keine Kohle gebracht, aber jede Menge Spaß. Jedenfalls mir. Und jetzt sind wir hier, wo das eine Flugobjekt schön in die Wand reingeflogen ist. Upsala. Das war scheiße. Das war keine Absicht. Ich habe nämlich gedacht, ich hätte den Hieb in der Hand, aber dem war leider nicht so. Ui. So, du machst erstmal einen Ausflug. Au. Genauso wie du. So. Und da sehen wir schon den Pilotenhelm. Sehr schön. So. Ich meine, hier war dann auch irgendwo die Möglichkeit tatsächlich, da ist ein Loch. Da müssen wir nämlich, da werde ich nämlich gleich mal reinfliegen, in dieses Loch, weil ich denke mal, dass wir dort nämlich an das letzte goldene Boot rankommen, was wir ja vorhin gesehen hatten an unserem Schiff. Das wäre nämlich richtig cool. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal den Pilotenhelm. Ja, das ist cool. Und das ohne Dings, das finde ich bemerkenswert. Ja, jetzt haben wir einen Pilotenhelm. Sehr schön. Und ihr seht, der einzige Helm, der uns jetzt noch fehlt, ist eben halt die O2-Maske. Sehr gut. Auch das wird ja als Gerät gewertet. Und dann fliegen wir mal hier rein. Ich meine nämlich, dass wir hier rein müssen. Jo, müssen wir auch. Beziehungsweise müssen wir nicht, aber wir dürfen's. Ah! Der scheuert mir einfach eine. Ich glaub's ja wohl nicht. Niemand darf mir eine scheuern. Das war Glück. Das war echt Glück. Ich lasse sie ja so ungern Munition liegen. Muss ich ja noch dazu sagen. Okay. So, Hieb. Also Hieb ist ziemlich empfindlich gleichzeitig, weil es leider auch eine Feuerpause bedarf. Bombe, die eine, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Da ist der Spawner. Blöde Sau, du produzierst nichts mehr. Produktion wurde ausgelagert. Ich glaube, die Dinger hier, die hau ich mal mit den Omni-Schlüsseln. Au, weg. So. Mit den Omni-Schlüsseln, ne? So. Oh, scheiße. Wie gut, dass ich den Handschuh habe, echt. Sonst hätte ich richtige Schwierigkeiten gehabt. Gegen diese Säulen dürfen wir übrigens nicht rankommen. Auch wenn das nicht so aussieht, als würden sie fließen, sind sie dennoch heiß. Und tun weh. So, und das Schöne ist jetzt auch noch an dem Visi-Bombenwerfer. Dass wir damit auch noch schön um die Ecke feuern können und damit unseren Gegner ein bisschen ärgern können. Denn er hat keine Ahnung meistens, woher die kommen. Und wir können trotzdem treffen. Scheiße, das war gar nichts. So, du ballerst auch nicht mehr auf mich ein, Freundchen. Und tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. Scheiße. Oh, fuck. Scheiße. Ich sterbe oft heute. Das geht ja gar nicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Level schwieriger werden. Ich glaube, das habt ihr sicherlich auch schon festgestellt. Dass die
Level langsam aber sicher heftiger werden. Das hat man ja auch schon an Quark Hauptquartier gemerkt. Dass der Schwierigkeitspegel doch so langsam in die Höhe geht. So, ich mach das hier mal ein bisschen schneller. So. Ach, da ist noch ein Spawner. Ach, das sind zwei Spawner. Ach, scheiße. Ich liebe es, wenn die Massen durch die Landschaft fliegen. Ich finde das einfach nur geil. Und vor allem, wir kriegen auch noch schön Kohle dadurch. Hat alles seine Vor- und Nachteile, nicht? Ach, Mann. Der Arsch. Komm raus. So. Das sind eben halt diese Black... Ach, fuck, Mann. Ja, genau. Ich muss mich leider ein bisschen zurückhalten jetzt, weil ich habe nur einen Lebenspunkt. So, dann eben so. Mann. Das ist echt blöd jetzt. Ich muss ein paar Leute von denen aus dem... Fuck. Ein paar Leute muss ich aus dem Spiel nehmen. Vor allem, man sieht das teilweise echt schlecht. Scheiße. Das war aber echt heftig. So, der ist auch weg. Problem ist halt nur, der andere darf mich jetzt nicht erwischen. Was habe ich ein Problem? Wo ist der andere denn? Scheiße! Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Manno! Manni, die Munition davon wird immer wenig. Scheiße! Trotzdem nochmal! Kann doch nicht wahr sein hier. Es gibt hier nicht eine einzige Nanokugel. Das ist das Blöde. Und vor allem die Munition. Ui! Genau, wir nehmen das für uns mal. Mach mal unseren Job. So. Das war Spawner Nummer 1. Wo ist der zweite? Da hinten. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Ich muss echt aufpassen. So, die geht ja, die gehen ja noch. Ich bin heute ein bisschen übermütig, habe ich so das Gefühl. So. Aber egal, das bringt gute Kohle ein. Komm schon! Jawohl. Oh, da ist ja noch einer. Ach Mensch! Penner! Billy! Mann! Oh. Du Arsch! Komm her, du Sau! Mann! Das ist doch nicht wahr! Das trifft uns genau dann, wenn wir da hinkommen. Hey, hey. Ah, Scheiße. Nein! Ich bin noch ein blöder Hammel, ey. Und nochmal. Ja, die Leute, die sich auf Rages freuen, die dürfen sich jetzt freuen, denn jetzt kommen die... Oh, jetzt kommen die ersten Rages langsam. Mein Gott, nochmal. Ich will doch nur dieses eine fucking Gold! Bolt! Verdammt nochmal! Mensch! So. Ich hab mir den Weg jetzt freigekämpft. Mann. Oh. Das ist doch nicht wahr, ehrlich. Mann. Wieso stelle ich mich gerade an wie so ein Blödkopf hier? Das ist doch nicht wahr, ehrlich.
Ja, natürlich. Natürlich. Ist der Verwüster voll? Ja, ist er. Gut, dann werde ich den Verwüster auch mal einsetzen müssen. Mein Gott, nochmal. Ist ja furchtbar. Heute ist das so eine Aufnahme so, irgendwie, weiß ich nicht. Die letzten zwei Aufnahmen liefen so geil. Und jetzt diese Aufnahme ist so ein bisschen so, ein bisschen so lala. Ja, und diese Kacken noch dazu. Zum Glück scheint kein Bock mehr auf Sonic zu haben. Meine Güte nochmal. Ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es tut mir auch leid, dass ihr das schon wieder ein paar Mal mit ansehen musstet. Blöd. Aber ich sag euch, es wird noch schwieriger. Das war noch nicht alles. Da kommt noch. Ihr seid doch bekloppt. Upsala. Hab ich nicht noch den Blaster, sag mal? Ernsthaft, Ratchet. So. Mann. Was habt ihr jetzt davon? Brauchen also zwei Schuss, okay? Nein, drei Schuss sogar, okay? Wenn ihr ein Schießduell haben wollt, dann könnt ihr es haben. So. Mann. Alter. Steht ein Kreuzfeuer im wahrsten Sinne des Wortes hier. So, jetzt sollte es aber langsam mal gehen hier. Ernsthaft? So. Mein Gott, nochmal. Oh, muss ich erst die blöde Blaster rausholen, damit das... Ja, was heißt blöd? Ist eigentlich eine geile Waffe. Aber bloß die, so in der Mitte des Spiels, merkt man langsam, dass ein Schuss nicht mehr ausreicht. Oder zwei Schüsse. Aber das Geld nehme ich trotzdem gerne mit. So ist es ja nicht, ne? Okay. Wir haben schon mal wieder 6400. Schon mal gut. Alter Schwede. Ich muss mich kurz mal aufsetzen. Eieieiei. Wie lange habe ich da jetzt dran gesessen? Lange genug. Und da ist der goldene Bolt. Ja.